Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Euer Tanuki Tank ist wieder bereit und wir gehen jetzt in ein geheimes Fluglevel, an das ich mich zu erinnern glaube. Boah, hier muss man aber aufpassen. Ich glaube, man muss auf jeden Stein einmal draufspringen. Oder irgendwie so war das. Keine Ahnung. Ja. Ohne so einen Zwischenspringer zu machen, wie ich es gerade getan habe. Okay, und Sunnyflight. Soweit ich weiß, gibt es in jeder Welt ein Fluglevel, wo es rein ums Fliegen und Sachen besiegen, einsammeln geht. Und das hier ist so ein Level. Ups. Oh mein Gott. Schlechter Start. Dann fahren wir den Zügen halt entgegen. Hier können wir, ja, richtig gescheit und endlich fliegen. Können wir ja sonst nicht, sonst können wir nur schweben, so gleiten. Hier können wir schon richtig fliegen, wie ihr seht. Okay, Züge haben wir alle. Geht's weiter mit Flieg. Weil ihr seht ja, es ist zeitlich begrenzt. Mein Gott, flieg durch diesen Ring. Flieg einfach. Der Anfang war schlecht. Flieg. 1. 2. 3. Und noch ein paar Flugzeuge besiegen. Ah, mach. Mein Gott. Ja, neuer Versuch, bitte. Der Start ist einfach völlig missglückt. So, jetzt hoffe ich aber, dass es hinhaut. Achso, wir behalten das von vorher. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Okay. Na gut, dann machen wir halt mit die Ringe weiter. Da hatten wir noch nicht alle. 1. Geben immer 3 Sekunden. Ich glaube auch, die ganzen Sachen, die man zerstören kann, geben immer 3 Sekunden. Die Flugzeuge machen wir danach. Jetzt mache ich erst hier die Ringe fertig, sonst komme ich hier ganz durcheinander. 3. 4. Was rede ich denn? 5. Ich glaube, ich habe nur 3 gesagt wegen der Sekundenanzahl, die drin steht. So. An dem hier. Dann haben wir das nächste Teil geschafft. Schnell einen Zug kaputt machen, dass die Zeit noch reicht. Flieg! Flieg, Mann, flieg! Wo sind die scheiß Flugzeuge? Hier! Oh Gott, ich hätte doch erst ein Flugzeug besiegen sollen. Neuer Versuch. Ich muss anscheinend doch nochmal alles kaputt machen, sonst müsste da unten auch das Symbol stehen. 3. Ist mir jetzt wurscht, ich mache die jetzt einfach kaputt. Ich hoffe, es haut hin. Fluglevel. Mach's mir doch nicht zu schwer. Eieiei. Steuerung ist nicht das Einfachste, aber es ist okay. Hier, dem fliegen wir noch entgegen. Das müsste, glaube ich, der letzte sein. Genau. Ja, doch klar müssen wir nochmal alles kaputt machen. Ich bin ja auch doof. Flieg doch! Können wir nicht irgendwie schneller fliegen? Mein Gott, Spyro! Mein Gott, Spyro! Mein Gott! Ob das nochmal was wird? Ja. Ja? Ja, ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ups. Ich will das nochmal. Neuer Versuch, ja, bitte. Ich will das. Durchfliegen geht auch. Okay. Ja, flieg doch. Mann, Spyro. Ich glaube, den Zügen entgegenzufliegen ist eindeutig schneller. Wenn man sie dann nicht verpasst, ist es auch gut. Züge fertig.
Nein! Nein! Na, nein. Neustart. Ups. Ups, 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 ups. Options. Continue. Falsche Taste. Neuer Versuch, ja. So. Wenn es jetzt nicht hinhaut, dann zeige ich euch den finalen Versuch, wo ich alles hole. Kommentiere aber weiter, dass es nicht dann langweilig wird. So. Ich hoffe, es funktioniert jetzt aber. So, und jetzt gehe ich rüber zu den Flugzeugen. Weil die Gleise sind ziemlich zentral. Zu denen kann ich gut wieder zurückkehren. Ah. Drachen gibt es hier übrigens keine. Mein Gott, jetzt hol halt das Flugzeug. Okay, ich zeige euch dann den finalen Versuch. Leute, ich krieg jetzt gleich einen Anfall, weil ich nicht auf dieses Level. Und, boah. Das LP fängt ja schon gut an, wenn ich hier schon beim zweiten Level, das ich mache, einen Anfall kriege. Mit der Zeit ja gut aus. Jetzt muss ich aber hier rüber. Das kostet Zeit. Immer so viel. Flieg schneller, Spyro, flieg schneller. Ja, vielleicht wird es diesmal was. Solange ich hier noch über 10 Sekunden bin, habe ich noch Hoffnung. Leute, bitte, 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 Halleluja, oh Gott, boah, jetzt habt ihr es gesehen, so geht das, und ich bin auch platt, nein, kein neuer Versuch, ich behalte das, was ich habe. Wundert euch nicht, eigentlich gibt es hier 300, ich bin nur mal zwischenzeitlich aus dem Level rausgegangen. So, und da der Part ja aber so noch viel zu kurz wäre, heißt es, wir machen noch was. Ja, und das war dumm. Die haben nichts mehr, die haben nur noch solche, ja, ich wollte es euch eigentlich nur kurz zeigen, solche Perlen für mich, die sich hier um meine Leben rein. Und wenn ich da eine Runde rumgemacht habe, kriege ich ein extra Leben, aber das ist jetzt nicht so das Wichtigste. Und ich würde sagen, ja, machen wir das Level noch. Ist doch egal, ist halt längerer Part. Ist halt ein langer Part. 600 Juwelen haben wir schon. Ist doch gar nicht schlecht. Wir machen hier Kohle, wir machen hier Kohle. So, diese Metallschildgegner können wir nur mit der Ram-Attacke besiegen oder wenn sie ihr Schild nicht hochhalten mit der Feuerattacke. Aber wenn sie das Schild hochhalten, dann macht ihnen das Feuer überhaupt nichts, weil das Schild aus Metall ist. Weil sie sich voll die Hände verbrennen müssten. Mein Gott, was renne ich denn zusammen? So, wie viele Edelsteine oder Kristalle, wie auch immer man es nennt. 100. Ach, das sind ja gar nicht so viel.
Hier ist wieder eine verschlossene Kiste, heißt, es gibt auch wieder irgendwo einen Schlüssel. Gehen wir halt erst hier lang. Autsch. Ja, dem machen Ramattacken nichts. Wir brauchen einen Frosch. Gib mir den Frosch. In dem ist nämlich auch ein Schmetterling drin. Hat ihn vorher verspeist und jetzt kommt er raus. So, jetzt ist unser Spark wieder. Spark, wie auch immer. Wieder gelb. Gelb und fröhlich. Und uns beschützend. Und einsammelnd und ja, was noch alles. So, Spyro. Holen wir uns den hier auch. Und dann gehen wir den anderen Weg, weil da habe ich schon das Ziel gesehen. Also kommen wir danach eh noch hin. Ha, schauen wir mal hier hin. Schön, ein Kristall. Oh. Ah! Der hat eine Metallwampe. So. Wer ist gegrillt? Gegrillt wirst du. Hoppala, fast runtergefallen. Ach ja, wäre nicht schlimm gewesen, da ist der Boden. Da ist der Boden. Da ist der Boden. Ups. Ist hier noch was? Ja. Gut, da ist der Schlüssel, der war nicht schwer versteckt. Der war ja nicht so schwer versteckt. Da war der an dem anderen Level schon schwerer. Da hinterm Ziel unten. Hier liegt er ja auf dem Präsentierteller. Oh, nicht runterlaufen, Spyro. Nicht runterlaufen. Wir machen das hier jetzt alles im Schnelldurchlauf, weil es mir eh kein so langes Level erscheint. Psst. Ups. Entschuldigung. Ihr wollt bestimmt hören, was er sagt. Vom Oswin. Das lassen wir uns ja nicht entgehen. Psst. Spyro. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Drück die Dreiecktaste, um zu zoomen und dich umzuschauen. Oh. Dein Geheimnis ist in guten Händen. Episches Geheimnis. Habe ich nicht ungefähr schon viermal gemacht, seit ich das Spiel begonnen habe. Aber okay. Jemand, der das nicht weiß, ist das vielleicht eine nützliche Information. Aber ich denke, jeder wird, wenn er ein neues Spiel hat, erstmal ausprobieren, was man auf welchem Knopf macht. Deswegen, ja, hätte schon an früherer Stelle gesagt werden können. Wobei, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie die Reihenfolge der Level ist. So, und wir holen uns erstmal die Truhe. 1, 2, 3. So, her damit. Her damit. Ah, Leute, Videospiel Spaß macht, da muss man alte Zeiten denken. Schön. Habe ich mit meinem kleinen Bruder immer gespielt. Coole Sache. So, jetzt habt ihr es gesehen, da werden die Schilder nur so rot. Und sonst passiert denen nichts. Und was sagt der liebe Alban? Hoffentlich was Nützliches. Oh, du bist das. Ich war mir nicht sicher, ob du diesen lästigen kleinen Viechern entkommst. Natürlich lassen die mich in Frieden. Aber hier ein kleiner Tipp. Ihre Rüstung ist feuerfest, aber du kannst sie umstoßen. Okay. Habe ich erwähnt. Ist aber dennoch keine dumme Information. Später kommen noch so Drachen, die einem dann null Informationen geben, sondern nur sagen, danke, dass du mich befreit hast oder irgend so ein Quatsch. Upsa. So, was bringt's, wenn ich hier die Fackeln anzünde? Die Lagerfeuer. Nichts. Nur zur Deko. Na gut, wir sind hier in keinem Legend of Zelda, sondern wir sind hier in Spyro. Da bringt halt mal Feuer anzünden nichts. Da bringt das nichts. So. Ich glaube, der letzte Drache dieser Welt. Also, dieses Levels.
Große Feinde wie diesen Gnork mit einer Keule kannst du nicht umstoßen. Okay, super. Danke für die Info. Das war sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Vor allem das ans Ziel zu setzen, wenn man eigentlich schon mit allem durch ist. Es sei denn, man macht es in der falschen Reihenfolge. Au. So. 100 von 100. Ich denke, auch alle Drachen haben wir hier. Deshalb raus aus diesem Level und raus aus diesem Part. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen von Flugfails und Dark Hollow Erfolgen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Spyro the Dragon. Euer Tanuki Tank. Ciao!